Hallo, ich freue mich ganz besonders, euch heute ein fantastisches Holzblasinstrument vorzustellen, die Querflöte. Jetzt stellt sich der eine oder andere vielleicht die Frage, Querflöte, Holz? Tatsächlich, die Flöte ist inzwischen nach langen, langen, langen Jahren der Geschichte von einem Holzblasinstrument zu einem Holzblasinstrument in Metall geworden. Das macht aber nichts. Dafür klingt sie wunderschön. Sie hat wunderbare, tiefe, warme Töne, die ihr gerne euch gleich in einem kleinen Beispiel anhören könnt. Die Flöte ist aber auch etwas, was ganz aus der Tiefe hochkommen kann und zwitschert wie ein kleiner Vogel, in höchsten Tönen jubilieren und loben kann. Und auch das könnt ihr euch gerne anhören. Wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass die Querflöte, wie auch viele andere Holzblasinstrumente, sehr, sehr viele Klappen hat. Das heißt, alle Finger kommen hier in Bewegung und werden gebraucht, um dieses Instrument zu spielen. Das ist bei den Blechblasinstrumenten anders. Ich baue sie euch einmal auseinander und dann schauen wir uns mal den Kopf des Ganzen etwas genauer an. Das ist das Herzstück der Flöte. Der Kopf ist der Platz, an dem der Ton entsteht. Das zeige ich euch jetzt einmal. Ihr seht hier eine Mundplatte mit einem Loch und das legen wir an der Lippe an. Und mit dem Lufthauch in das Mundloch entsteht hier der Ton. Der ein oder andere von euch hat sicherlich schon mal Blockflöte gespielt. Diese Griffe sind ganz nah verwandt mit denen der Querflöte. Das heißt, eine erste Hürde habt ihr dann schon hinter euch gebracht.